Und herzlich willkommen zu Styx Master of Shadows mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Letztes Mal hat mich hier wer gesehen. Ich weiß gar nicht wie. Diesmal mache ich hier erstmal das Licht aus. Wir müssen dann wegen diesen beiden Vögeln vorbei. Ohne gesehen zu werden. Ich könnte mich unsichtbar machen. Aber ich hätte mal einen Lebenstrank trinken sollen. Warum geht es mir eigentlich so schlecht? Jetzt mache ich das aber. So. Lebenstrank kann ich jetzt aber nicht trinken. Yes, yes, that's it. As you want. Ich sollte mal hier oben speichern. Geh doch einfach hoch, Jung. Ich weiß was anderes. Rein da. Und das. Genau deswegen. Oh, der hat was, was ich brauche. Jetzt werde ich gierig. Und jetzt diesen. Sei ruhig. Mach nicht so Lärm. Siehst du, spart dir den Besuch beim Chiropraktiker. So, hier kannst du dich ein bisschen ausruhen. Schwupps. Ausruhen. Ich habe kaum noch... Wie viele Lebenstränke habe ich denn noch? Na, zwei. Das geht ja noch. Säure habe ich voll. Goldharz habe ich voll. Sehr schön. Zwei Messer. Da sehe ich schon wieder einen Goblin. Einen Ork, ne? So. So, this is where they're holding Querberus. I got to get him out. Alive. Ja, da kannst du auch rein. Oder habe ich mich getäuscht? Da ist Querberus. Großer Raum. Das ist der Fahrstuhl. Aha. Ist er hier alleine? Wartet mal, drei. Sieht so aus. Wir speichern mal. Gucken uns erstmal hier hinten um. Oder schauen uns mal um. Hier ist was mitnehmen. Eine Münze. Hier ist was zum Verstecken. Hier ist auch noch ein Versteck. Aber ich will ihm ja gar nichts tun. Das ist ja der Erbauer. Oh. Goldharz, Goldharz. Der mehr wie zwei kann ich nicht nehmen. Och, er lässt sich gar nicht stören. Na, dann können wir uns ja hier erstmal in Ruhe umschauen. Aber mehr wird hier wohl nicht zu finden sein, ne? Regen. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you? I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged.
I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh, no. I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Okay. Wir müssen also weiter forschen. Ein Weg. Verrat! Help? Und jetzt? Hauptziel abgeschlossen. Ich komme hier aber nicht mehr raus jetzt. E? 3? Ist nicht zum... Doch, der Baum. Kann ich auf den Baum klettern? Nein. Nein, ich kann nicht auf den Baum klettern. Das heißt, ich muss da irgendwo mit dem Klon durch. Aha. Ja, ich muss mit dem Klon. Oh, schalt doch auf die 1 um. Mensch. Oh, Kacke, ich hab nicht aufgepasst. Das ist natürlich jetzt Mist. Doch wieder nix. Jetzt kann ich hier durch. Oh nein! Na, das kann. Na, ich habe ja gespeichert. Wenn das zu viel wird, dann. Da bin ich jetzt auf dem Klo? Ja. Jetzt kommt das gleich wieder raus. Hat ja auch nur eine begrenzte Zeit. Kann der nicht klettern? Da muss ich bloß hin. Er kann nicht klettern. Geh aus! Das Feuer geht auch. Da wäre es ausgegangen. Ah, Mist. Ah, ich mache was anderes. F9. Ich habe zu viel Harz vergeudet. Ich werde jetzt mal kurz davor speichern, ist besser. Los, komm! Beliebige Taste drücken. Beliebige Taste. Ich drücke die Maustaste, die zählt wohl nicht. Das ist keine beliebige Taste. Das ist irgendeine Taste, ich weiß. So. 1. Nochmal 1. Durchzwängen. Hier rübergehen. Jetzt werden die gleich wieder aktiv hier. Hier ist ein Hebel. So, okay. Ich muss Querberus um jeden Preis beschützen. Wie soll ich ihn denn beschützen, wenn er vorläuft? Hey! Der haut einfach ab. Ach, der versteckt sich da. Ist denn hier oben noch wer?
sind nur diese beiden hier unten. Heißt das, wenn ich jetzt mit ihm rede, dann folgt er mir? Ach, dann geht er dahin, wenn ich ihm das sage. Alles klar. Reicht das? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. Jetzt warten wir ab, bis die beiden wieder hier weg sind. Und dann gehe ich ihm hinterher. Ach, ich könnte ja auch dieses tun. So, jetzt hinterher. Jetzt muss ich immer erst vorher checken, wie die Lage ist, bevor ich irgendwas unternehme. So, Kerberos geht jetzt erstmal hier unten hin. Da hinten ist das Versteck. Hier geht er dann hin. Hier ist ungefährlich. Wir warten aber noch, bis die wieder rückwärts gehen, damit die uns hier ja nicht sehen. Die beiden da. Die Synchronläufer. Kerberos, geh. Ach so. Ja, es müsste irgendwie eine kleine Meldung kommen. Ich habe jetzt dreimal E gedrückt. Bleib schön sitzen. Jetzt will er da unten hin. Schauen erstmal. Da ganz unten will er hin. Wie geht er denn lang hier? Beseitigen kann ich die nicht. Das würde auffallen. Das muss auch nicht sein. Das muss nur sein, wenn er jetzt hier reinkommt. Aber er geht hier vorbei. Ich würde mal behaupten, das ist relativ ungefährlich. Ich hoffe es. Ich speichere nochmal, wenn ich bei ihm oben bin und dann schicken wir ihn mal Nunno. Kommt er mit? Ja. What was that? I heard something. Oh. Nein. Gut, jetzt will Kerberos hier hinten hin. Ich muss mich mal ein bisschen verstecken. Hier sind zwei Typen. Ich muss sie alle irgendwie loswerden. Ich lasse ihn erstmal da hocken. Ah, ich habe nicht gespeichert. Ich dachte, ich kann da irgendwie runter, aber das geht nicht. Und ich will jetzt nicht mein Messer vergeuden, aber ich werde es wohl tun müssen. Weil... Ich speichere mal. Ist ja nichts passiert. Der kann hier nicht hoch. Jetzt. Ja, geh noch höher. Du solltest einfach hier runter gehen. Macht er nicht. Jetzt geht er wieder nicht rauf. Guck mal hier. Hops, 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 hops. Wahrscheinlich seine dicke Nase. Hey, it's over for him. Das stört nicht. Der schläft nur. There's a body here. Na gut, dann haben wir das wenigstens getestet. Oh shit, this one's for me. A little exercise. Oh, shit. Na gut, das war nicht gut. Ja. Also ich hätte beide beseitigen müssen. Ich habe ja zwei Messer. So ist es nicht, den kriegen wir dann nachher. Siehst du mich hier? Kletter doch nicht immer überall hoch. Mensch. Jetzt ist er hier dran. Damn it. He got done in. What? Blast! There! Mist. Irgendwie ging das jetzt nicht mit dem... Na? Mit dem Kämpfen. Er hat es einfach nicht gemacht. Ich habe zwar die Taste gedrückt, aber er hat ja nicht mal eine... Kampfbewegung. Jetzt geht die Maustaste übrigens.
vielleicht erstmal um den da hinten kümmern. Jetzt komme ich hier dran vorbei. Das war heiß. Am besten wäre es, wenn er hier hinten irgendwo ist. Da ist das Versteck. Die drei da, die beiden stören, die müssen weg. Aber erstmal ihn hier. In der Hoffnung, dass das der einzige ist hier noch. Trinkt. Auch gut. Brauche ich nicht mal kämpfen. Geh mal wieder weg. Oh, das hat man richtig gesehen, was er da reingeöft hat. Kann er da in die... Ja, es wird nicht gehen, ne? Das wäre... Man sieht ja das Rohr da von innen. Da habe ich eben überlegt, hier dieses Grüne. Ich mache da mal den Pfeil rein. Da ist Querberus. Was machst du denn da? Das ein, da soll ich ihn hin. Nee, das geht ja nicht. Trink mal einen Schluck und dann schlaf ein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut, den sind wir los. Speichern. So, jetzt sind nur noch diese beiden Vögel da. Sollte nicht so unvorsichtig sein. Ja, das macht keinen Sinn mehr. F9. War ja mal ein Test. Aber das ist jetzt grundverkehrt. Ah, er liegt hier. Was war das? Ein bisschen mehr in Deckung bleiben. Ob ich mir den da schnappen kann vielleicht? Wie weit geht der denn? Ah, die sind beide zu dicht nebeneinander. Ich könnte sie aber abmessern. Ich hoffe, da unten ist nicht noch wer. Du siehst mich ja hier nicht, ne? Ich gehe mal hier erstmal vorsichtig vorgucken. Da ist unser Versteck. Ich gehe einfach nur mal schauen, was hier so ist. Guck mal, hier sind ja auch noch so viele. Ah, hier ist auch noch so einer. Da ist ein Hebel. Steckt 20 Meter. Na, das wird ja noch heiter. Ich meine, was denn? Ich bin ja hier auch vorbeigekommen. Der hat noch ein Messer. Der hat, glaube ich, noch ein Messer. Was war denn das? Macht ihr hier für einen Lärm? Ich speichere erstmal. Ah! Ich sehe gerade was. Ich kann hier für Ordnung... Nee, ich kann hier nicht für Ordnung sorgen. Ach, da kriechen auch noch welche rum. Ich sorge nicht für Ordnung. Das ist mir zu heiß. Ich werde jetzt erstmal den Querberus herholen und dann mal schauen, wo denn sein nächster Wanderpunkt ist. Ich hab. Der geht immer ein bisschen zeitverzögert. Jetzt lassen wir den hier erstmal vorbei.
kann's weiter. Komm schnell. Gut. Das nächste Versteck ist dann da. Schaffen wir ja richtig was. Das sind diese Kisten. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich mache es. Meine Zeit ist auch schon wieder an für eine Pause. Komm. Ach so. Drossel. Ach hier. Tschüss. So, ein Messer haben wir ja wieder. Und nochmal. Hopps. Mach's gut. Schlaf gut da drin. So, dann wollen wir mal gucken, wo der Querbus jetzt hin will. Da vorne. Ja. Speichern. Wo setzt er sich denn da hin? Hier. Hier sitzt er eigentlich gut. Ich habe ja gespeichert. Ich gehe jetzt zu ihm hoch. Und dann machen wir erstmal eine Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.